Mia Roth ist wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Die 17-jährige Schülerin galt bei den Jungs ihres Gymnasiums als eiserne Jungfrau, weil sie bisher noch keinen Freund hatte. Dann kam der attraktive Stefan Batzer auf Mias Schule. Um möglichst schnell seinen Beliebtheitsgrad zu steigern, ließ er sich mit seinen neuen Freunden auf eine perfide Wette ein. Wenn er die eiserne Jungfrau knacken könnte, würde er ein Tablet-PC von seinen Kameraden geschenkt bekommen. 6 Wochen später hat er Mia so weit gebracht, dass sie mit ihm schläft und lässt sie gleich danach fallen wie eine heiße Kartoffel. Auf einer Party wird Stefan aus einem Hinterhalt eine hochkonzentrierte Schwefelsäure ins Gesicht geschleudert. Hat sich Mia so an ihm gerecht? Sie heißen Mia Roth, geboren am 12. März 1994 in München. Sie wohnen in München, sind ledig und Schülerin. Am 30. September 2011 gegen 23.55 Uhr lauerte die Angeklagte am Rande eines Schulfestes in München Stefan Batzer auf. Entsprechend ihres zuvor gefassten Tatplanes wartete die Angeklagte ab, bis dieser angetrunken an seinen abgestellten Roller herantrat und schüttete ihm hochkonzentrierte Schwefelsäure ins Gesicht. Durch die Schwefelsäure erlitt Stefan Batzer mehrere Verätzungen dritten Grades im Gesicht, die nur unter starker Narbenbildung verhalten. Die Angeklagte wird somit der schweren Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß Paragraphen 223 Absatz 1. Mia, die Anklage haben Sie gehört. Wollen Sie sich dazu äußern? Eigentlich kann ich mir das sparen. Es denkt doch eh jeder, dass ich total durchgedreht bin und dem Stefan das angetan habe. Also wir da hier zumindest denken das erstmal nicht. Ich kann Ihnen garantieren, dass wir völlig unvoreingenommen Ihnen zuhören werden. Ja, Sie vielleicht, aber meinen miesen Ruf habe ich überall weg. Keiner redet mehr mit mir. Selbst die Nachbarskinder haben nach Steinen mit mir geworfen und gerufen, hau ab, du Hexe. Meine Schulkollegen lästern über mich und meine Mutter wird auch in der Arbeit schief angeschaut. Ja, also ich war sogar dabei, als mir mit Steinen beschmissen worden ist. Und egal, was heute hier rauskommt bei der Verhandlung, aber in ihrem privaten Leben, im sozialen Umfeld ist sie bereits verurteilt worden. Also ich kann nur noch mal sagen, völlig vorurteilsfrei, wann wir anhören, was Sie zu sagen haben. Naja, womit soll ich denn überhaupt anfangen? Naja, vielleicht einfach, indem Sie sich zum Tatvorwurf äußern. Ich habe dem Stefan keine Säure ins Gesicht geschüttet. So krank war ich dann doch nicht, auch wenn ich ohne Ende Liebeskummer hatte. Hm. Liebeskummer seinetwegen. Was hat sich da zwischen Ihnen beiden abgespielt, genau? Er ist neu auf das Gymnasium gekommen, auf das ich gehe. Und alle fanden ihn super, weil er einfach toll aussieht. Und er war in meinem Chemiekurs und auch ich habe heimlich für ihn geschwärmt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich bei ihm eine Chance hatte. Naja, jetzt weiß ich ja, dass ich die auch nie wirklich hatte. Mhm, aber erst hat's mal anders ausgesehen. Ja, er hat mich irgendwann mal in der Pause angequatscht und meinte, dass ich so super in Chemie bin und hat mir da voll die Komplimente gemacht und halt, dass er da gar nichts kapiert, wenn es um Gleichungen geht. Und dann hat er mich mit seinen Kulleraugen angeschaut und halt gefragt, ob ich ihm Nachhilfe geben würde. Mhm. Und haben Sie ihm da angeboten, ihm beim Lernen zu helfen? Ja, ich konnte nicht anders, wenn ich jetzt nur daran denke. Dieser Blödmann hat es von Anfang an alles eingefädelt. Machen Sie sich doch bitte deswegen keine Vorwürfe. Sie konnten damals doch noch nicht ahnen, dass Sie da einer Wette zum Opfer fallen. Trotzdem, ich hätte schon darauf kommen können, dass sich nicht so ein hübscher Kerl ausgerechnet in mich verliebt. Bin ich aber nicht. Ich habe ihm Nachhilfe gegeben und wir haben bei mir zu Hause chemische Gleichungen geübt und die Experimente wiederholt. Und dabei hat er immer total mit mir geflirtet und ich habe mich in ihn verliebt. Und er hat so getan, als hätte er sich auch in mich verliebt. Ja, ich war echt happy. Wie lange waren Sie zusammen? So lange, wie er gebraucht hat, um mich ins Bett zu kriegen. Ich wollte es langsam angehen lassen, aber wir waren so ein paar Wochen zusammen und dann hat er mit mir geschlafen. Und dann danach hat sich Stefans Verhalten schlagartig geändert? Ja, wir haben freitagabends miteinander geschlafen. Und eigentlich wollten wir am Wochenende was unternehmen, deswegen habe ich ihn noch immer wieder angerufen, aber er ist nicht hingegangen und war auch immer offline, also er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und in der Schule wollte ich ihn dann am Montag ansprechen und dann ist er mir aus dem Weg gegangen. Er meinte, er hätte wichtigere Termine und wolle was mit seinen Jungs machen. Und dann ständen Kursarbeiten an, für die er lernen müsste. Hat Sie diese Abweisung gekränkt? Ja, ich wusste ja überhaupt nicht, was überhaupt los ist. Er war von jetzt auf gleich ein komplett anderer Mensch. Mir ging es richtig mies, mir war andauernd schlecht und ich habe auch kaum noch gegessen. Und haben Sie mit Stefan drüber gesprochen? Ja, am 30. September nach der Schule. Aber da ist er mir wieder aus dem Weg gegangen. Dann bin ich heimgefahren und habe die Wand angestarrt. Aber dann hatte ich es satt. Ich bin zu ihm hin und habe ihn festgenagelt.
Aber da war er noch gemeiner zu mir als davor. Er hat mir von der Wette erzählt und dass er mich nur wegen dem Sex rumkriegen wollte und dass er nie wirklich in mich verliebt war. Wie haben Sie sich da gefühlt? Total überfahren. Mir sind die Tränen hochgekommen, aber ich wollte nicht, dass er sieht, dass ich weine. Deswegen habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Tja, Sie mögen zwar gegangen, sprich nach Hause gegangen sein, aber nach diesem Schlag ins Gesicht haben Sie sich doch Rache geschworen. Sie sind zu Ihrem Chemiekasten gegangen, haben die Flasche Schwefelsäure genommen und sind zu dieser Schulfeier gegangen, die am selben Abend stattgefunden hat. Das ist nicht wahr. Natürlich ist es wahr. Sie wussten ganz genau, dass Stefan auch auf dieser Party sein würde. Und Sie haben sich in dem Schulhof hinter dem Gebüsch auf die Lauer gelegt und gewartet. Und als er dann angetrunken zu seinem Roller gegangen ist, haben Sie sich von hinten an ihn rangeschlichen und ihm die Schwefelsäure ins Gesicht gespritzt. Nein, ich war an diesem Abend nur noch einmal ganz kurz draußen, um vor dem Haus zu fegen, aber danach nicht mehr. Meine Mandantin ist wirklich unschuldig. Und wenn man mal die Familie von Stefan näher unter die Lupe nimmt, dann merkt man schnell, dass eigentlich nur sein eigener Stiefbruder Norbert Batzer hinter diesem Angriff stecken kann. Und was bringt Sie zu der Annahme? Meine Mandantin, die war während der kurzen Liebesbeziehung mit Stefan oft bei der Familie zu Gast. Und dabei hat sie ziemlich schnell gemerkt, dass Norberts Mutter ihm ständig Vorhaltungen macht, dass er nicht so beliebt, nicht so rausgeputzt, nicht so perfekt ist wie sein Stiefbruder Stefan. Norbert hat unheimlich wütend gemacht, dass er in der Lage war, so ziemlich jedes weibliche Wesen für sich einzunehmen, ihm um den Finger zu wickeln. Und das hat er sogar mit seiner eigenen Stiefmutter geschafft, ne? Ja, genau. Und als Stefan dann auf der Schulfeier ein Mädchen angelabert hat, auf das Norbert eigentlich steht, ist er total durchgedreht. Norbert hat Stefan mit dieser Säure angegriffen, um ihn einen Denkzettel zu verpassen. Gut, wir werden Norbert ja auch später noch als Zeugen hören. Da können wir ihn darauf ansprechen und können ihm die entsprechenden Fragen stellen. Im Moment Fragen noch an die Angeklagten selbst. Keine weiteren Fragen. Dann setze ich bitte zu einem Herrn Verteidiger. Stefan Batzer, bitte, wir treten hier die Beweisaufnahme ein. Stefan, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Stefan Batzer, 17 Jahre alt. Sie wohnen in München, Sie sind ledig und Schüler und nicht verwandt oder verschwägert mit der Mia. Nee, aber sie ist diejenige, die mein ganzes Leben versaut hat. Dir verdanke ich doch diese Horrorfratze. Ich war das nicht. Wie oft soll ich das noch sagen? Natürlich warst du das. Und jetzt wegen dir ist alles im Arsch. Kein Mädel will was von mir wissen. Es war immer so. Alle wollten was von mir wissen, ja? Sorry, aber ich kann echt nichts dafür, dass du jetzt so aussiehst. Ach, natürlich, laber doch keine Scheiße. Ist es das, was du wolltest? Bist du jetzt zufrieden? Alles ist im Arsch, guck mich mal an. Also mal ganz langsam, bevor irgendjemand hier vorverurteilt wird, wollen wir erst mal klären, was wirklich war und ob sie es wirklich war. Ja? Vielleicht fangen wir mal ein Stück früher an, nämlich da, wie sie beide zusammengekommen sind. Ne? Ja, das hat Mia Ihnen doch bestimmt schon erzählt, oder nicht? Und auch, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Ja, das war vielleicht auch ein bisschen krass, so gebe ich ja zu. Tut mir auch irgendwie ein bisschen leid, aber es hat mich halt gereizt. Ich wollte halt diesen Tablet-PC abräumen vom Kumpel. Bisschen krass ist vielleicht ein bisschen beschönigend, hm? Für eine Aktion, für eine bescheuerte Wette unter Jungs, mit der man jemand anderen völlig bloßstellt, Vertrauen zerstört. Ja, mein Gott, das ist doch jetzt nicht so schlimm gewesen. Was spielen wir denn hier alles so auf? Was? Darf ich dazu vielleicht auch mal was sagen? Ja, bitte. Also ich meine, Stefan, nicht so schlimm, ja. So ein kleiner Spaß irgendwie, der kann verdammt schnell ernst werden. Ich weiß von einem meiner anderen Fälle, von einer jungen Betroffenen, die das total zerstört hat. Ich meine, die hat erst nichts mehr gegessen, hatte keine sozialen Kontakte mehr und ist dann nicht mehr zur Schule gegangen. Und am Ende, ja, ist sie vor lauter Verwirrung von dem Bus gelaufen und wirklich schwer verletzt worden. Ja, ist ja gut. Ich habe doch die Quittung schon gekriegt, oder nicht? Ja. Hätte ich mir sparen sollen, nicht flach zu legen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, Stefan. Vielleicht ersparen wir uns da auch erstmal die Details und bleiben mal bei dieser Vorgeschichte. Wie ist es denn weitergegangen, nachdem Sie mit mir geschlafen hatten? Ja, war sie halt für mich abgehakt. So. Ich hatte ja den Tablet-PC und dann, sie wusste natürlich nichts von allem. So. Ich habe ihr das vorher nicht gesagt und dann hat sie halt mich die ganze Zeit genervt, online und SMS geschrieben. Und was hast du erwartet? Ich meine, du hast dich von einem auf den anderen Moment komplett verwandelt. Jetzt versetzen Sie sich doch bitte mal in Mia hinein. Erst sind sie sehr aufmerksam zu ihr, lesen ihr alles von den Lippen ab und plötzlich, von jetzt auf gleich, verschwinden sie aus ihrem Leben, als ob es sie nie gegeben hätte. Natürlich habe ich dich da nicht einfach in Ruhe gelassen. Ich meine, im Gegensatz zu dir war ich wirklich in dich verliebt, falls du überhaupt weißt, was es bedeutet. Ich bin nicht auf den Sack. Tatabend, kommen wir auf den zu sprechen. Was ist da passiert? Ja, kam halt zu mir an, hat es geklingelt an der Tür. Ich habe vorher nicht durch den Spion geguckt. Deswegen habe ich halt die Tür aufgemacht, sonst hätte ich gar nicht erst aufgemacht. Dann ist sie in die Wohnung rein und hat mir eine Szene gemacht, von wegen, warum ich mich nicht melden würde und ob sie irgendwas falsch gemacht hätte und alles Mögliche.
Ich hatte doch wohl ein Recht darauf zu erfahren, was los ist. Aber warum hast du mich nicht einfach in Ruhe gelassen? Da hätte ich dir das gar nicht so ins Gesicht klatschen müssen. Da bist du auch selber schuld. Ich habe ihr das dann halt erzählt. Hab ihr dann gesagt, es war alles nur eine Wette und sie mir sonst wo vorbeigeht und ich jetzt meinen Tablet-PC habe und sie nicht. Also Feingefühl ist wohl nicht so ganz ihre Stärke, oder? Ja, ich also, weiß. So wie sie es gerade schildert, war es echt harter Tobak. Das kann man dann, wenn es so ist, vielleicht ein bisschen feinfühliger ja, sein. Ja, es war ein bisschen krass. Aber ich hatte das Gefühl, ich musste ihr das einfach so sagen. So, sonst hätte ihr das ja nie gecheckt. Und wie hat Mia darauf reagiert? Sie hat einen total leeren Blick gekriegt. Als ob sie durch mich durchguckt. Ich habe halt erstmal nichts gesagt und wollte erstmal die Reaktion beobachten. Hallo, ich bin wohl mehr wert als ein Experiment, dessen Reaktion man beobachtet. Sie hatte dann Tränen in den Augen und hat mich dann auf ein Riesendrama eingestellt. Aber die hat sich einfach umgedreht und ist dann zur Tür raus, Treppe runter. Und haben Sie mir dann an dem Abend nochmal getroffen und gesehen? Auf der Schulparty? Nee, da war die nicht. Gott sei Dank, hätte die auch nur die ganze Zeit genervt. War auch an sich eine super Party. Nur Antonia, Mias beste Freundin, hat mich halt die ganze Zeit angeguckt. Also Antonia Osterhaus heißt sie, glaube ich. Ja, richtig. Ist Mias beste Freundin. Kommt ja gleich auch noch. Richtig, aber jetzt mal zurück zu der Party. Ja, war so kurz vor 12 und dann bin ich halt für mich ein paar Kumpels ein paar Bier holen vom Roller. Ich bin mit dem Roller da gewesen und hab immer ein paar Flaschen da im Stauraum und der stand halt so ein bisschen abgelegen in so einer dunklen Ecke. Bin ich dahin, mich da runtergebeugt und plötzlich habe ich Schritte hinter mir gehört und dann hatte ich auch schon so flüssiges Zeug im Gesicht, was gebrannt hat wie Sau. Haben Sie erkannt, wer Sie da angegriffen hat? Nee, ich war ja auch angetrunken, habe nicht mehr alles so klar gesehen. Ja, und ich habe mir natürlich auch die Hände direkt vors Gesicht gehalten, um mich zu schützen. Aber dieses Ziehen und Brennen hat einfach nicht aufgehört. Dann habe ich mir halt die Flasche Wasser gekrallt, die ich Gott sei Dank auch im Roller hatte, und habe mir das darüber gekippt und dann wurde es besser. Normalerweise ist genau das, was Sie gemacht haben, falsch. Denn es ist sehr, sehr gefährlich, Wasser zur Säure dazuzugeben, weil es normalerweise auch zu einer chemischen Reaktion kommt, bei der große Hitze entsteht. Also da gibt es im Chemieunterricht, werden Sie vielleicht bei sich auch hören, immer diesen Spruch, gib nie Wasser in die Säure, denn sonst geschieht das Ungeheure. Aber in dem Fall war es so, dass die Säuremenge geringer war als die Wassermenge. Und dadurch haben Sie es tatsächlich geschafft, die Säure ein gutes Stück zu verdünnen. Glück im verdammten Unglück. Laut medizinischem Gutachten haben Sie starke Verätzungen dritten Grades im Gesicht erlitten und werden bleibende Narben behalten. Jetzt hatten Sie noch mal großes Glück im Unglück, weil Sie offensichtlich eine Sonnenbrille getragen haben, sodass eigentlich der Augenbereich fast nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Sonst wären Sie eventuell sogar erblindet. Aber das müssen Sie mal schon erklären, wieso Sie gegen Mitternacht eine Sonnenbrille tragen. Ja, ist voll angesagt im Moment. So eine Jugend auf Party, schön Sonnenbrille auf, Party machen. Und in diesem Fall hat mir diese Sonnenbrille ja auch mein Augenlicht gerettet. Ich würde meine Schwefelsäure nie für so etwas missbrauchen. Nun hat die Polizei allerdings nach der Tat ihr Zimmer durchsucht und hat da im Chemiekasten, in ihrem Chemiekasten, genau solch eine Flasche hochkonzentrierter Schwefelsäure gefunden. Die ist zum Drittel ungefähr leer. Ja, ich habe halt manchmal damit experimentiert, deswegen ist sie nicht mehr ganz voll. Interessanterweise passt diese Menge, die da fehlt, ungefähr zu der Menge, die schätzungsweise bei dem Angriff auf Stefan verwendet wurde. Witziger also, Zufall, oder? Aus dem normal standardmäßig enthält doch so ein Chemiekasten keine hochkonzentrierten Säuren. Wie kommt es, dass Sie Schwefelsäure zu Hause hatten? Ich habe in den Sommerferien ein Praktikum in einem Lebensmittelchemielabor gemacht. Und da hat mir halt ein Kollege, dessen Namen ich jetzt auch nicht nennen werde, ein bisschen Schwefelsäure gegeben. Es macht halt mehr Spaß, mit richtigen Sachen zu experimentieren, als nur mit so Kinderkram. Und nur weil ich dich verarscht habe, verätzt du mir direkt das Gesicht? Durch Ihr Fachwissen wissen Sie doch ganz genau, dass Schwefelsäure organisches Material am stärksten angreift. Nicht umsonst ist konzentrierte Schwefelsäure dafür bekannt, dass man ganze Menschen in ihr auflösen kann. Die Tat ist genau auf Sie zugeschnitten. Also wieso sind Sie sich eigentlich so sicher, Stefan, dass Mia Sie angegriffen hat? Sie haben den Angreifer doch gar nicht gesehen. Ach, ich habe mir das Zeug selber ins Gesicht gekippt, oder? Nein, aber was ist denn mit Ihrem Stiefbruder Norbert? Was soll mit dem sein? Seit Ihr Vater Norberts Mutter geheiratet hat und die beiden zu Ihnen gezogen sind, steht Norbert doch im Abseits. Ständig macht ihm seine Mutter Vorhaltungen, dass Sie der Sunny Boy sind, dem alles im Leben zufliegt und der alles besser kann. Ja, so ist es ja auch. In Norbert, so war es jedenfalls. Und? In Norbert hat sich deswegen eine ungeheure Wut angestaut. Und an dem Tatabend, da haben Sie dann das Fass zum Überlaufen gebracht, ohne dass Sie es wirklich gemerkt und gewusst haben. Norbert hat Sie beobachtet, als Sie da mit einem Mädchen geflirtet haben, für das er heimlich schwärmt. Das hat übrigens auch Mias Freundin Antonia beobachtet. Ja, und da hat er dann beschlossen, Ihnen mit der Säure einen Denkzettel zu verpassen. Ach, das wird er nicht bringen. Der hat Respekt vor mir. Nobby ist doch voll der Freak. Der hockt den ganzen Tag nur vor seinem Internetblog und stellt irgendwelche schwachsinnigen Texte und selbstgedrehten Videos, die niemanden interessieren, online. Hallo Leute, ihr seid wieder genau richtig bei nobbysnews.de.
dem Internetblog aus München. Ich bin Nobby und ich stehe hier vor dem Gerichtsgebäude, denn heute läuft die Verhandlung gegen die Ex meines Stiefbruders Stefan. Ich werde natürlich auch während der Verhandlung versuchen, für euch live dabei zu sein. Schaut einfach nachher meinem Blog nach, dann seht ihr, wie die Nummer mit Mia Roth ausgegangen ist. Ich werde dann alle Videos posten. Na, schau mal an, wenn das nicht Antonia Osterhaus ist, die beste Freundin von Mia. Na, Antonia, was denkst du? Hat Mia das Sorge-Gemisch höchstpersönlich hergestellt? Eine extra Spezialmischung für Stefan. Ach komm, Antonia. Kein Kommentar? Die Kamera läuft, das ist deine Chance. Weißt du was? Mias Verteidiger ist so richtig gut. Und weißt du noch was? Sie hat mir erzählt, dass sie dich im Verdacht hat. Dass du das Säuregemisch auf Stefans Gesicht verteilt hast. Also dich an deiner Stelle mein Maul nicht so weit aufreißen. Sondern mir lieber überlegen, was du da drin gleich sagst. Klar? Sie ist doch nicht ganz sauber. Durch diese Internetblogs, da versucht sich Norbert einfach interessanter zu machen. Vermutlich, weil er dank Ihnen unter Minderwertigkeitskomplexen leidet. Ja, jetzt mal ganz langsam, ja? Ich meine, Norbert, der ist ein bisschen freakig, okay? Aber selbst wenn, ja? Wo soll der bitte so eine Säure her haben? Also Schwefelsäure, ich bitte Sie, kann man in jeder Apotheke kaufen. Oder man kann es ganz bequem online bestellen. Es findet sich aber auch Schwefelsäure in jeder Putzausrüstung. Das heißt, Ihr Stiefbruder hätte viele Möglichkeiten gehabt. Naja, in jeder Putzausrüstung würde ich mal nicht sagen. Also ich hab's mal nicht zu Hause. Ich zumindest auch nicht. In so mancher Putzausrüstung. Gibt es noch Fragen hier? Keine Fragen. Keine Fragen, danke. Dann nehmen Sie mal bitte den Platz. Sie bleiben unvereidigt. Susanne Roth, bitte. Frau Roth, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Ja, ganz ernste Geschichte heute. Und Sie wissen natürlich, dass Sie ja als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja. Sie heißen Susanne Roth, 38 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind geschieden. Sie sind Hotelfachangestellte. Und als Mutter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie müssen nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Ich habe kein Problem damit auszusagen. Und wie gesagt, sehr ernste Geschichte. Wir wollen klären, ob Ihre Tochter am Abend des 30. September dem Stefan Batzer da hinten eine hochkonzentrierte Schwefelsäure ins Gesicht geschüttet hat. Ich weiß nicht, warum meiner Tochter das vorgeworfen wird. Sie hat schon genug gelitten wegen ihm. Ach, und deswegen darf die mir das Gesicht verätzen, oder was? Stefan, schau dich doch mal an. Wenn man dich das erste Mal gesehen hat, dann weiß man doch ganz genau, was du auf dem Kerbholz hast. Was meinen Sie damit genau? Was glauben Sie, wie viele Mädels es da draußen gibt, die nicht gut auf Stefan zu sprechen sind? Geschweige denn, wie vielen Jungs er schon die Frauen ausgespannt hat. Ach so, woher wollen Sie das denn wissen? Du, ich war auch mal 17. Und auf meiner Schule damals, da gab es genau den gleichen Typ Mann wie dich. Der war auch nur auf die Mädels scharf. Aber damals war ich noch ein bisschen naiv. Aber als Mia dich dann vorgestellt hat, da wusste ich sofort, wo der Hase herläuft. Ach so, und warum haben Sie nicht direkt was gesagt? Weil Mia glücklich war mit dir. Ich wollte dich nicht vor ihr bloßstellen. Sie hat immer so gestrahlt, wenn sie von dir gesprochen hat. Das wollte ich ihr nicht kaputt machen. Mein Süßes, tut mir echt leid. Ich hätte da so auf mein Bauchgefühl hören sollen und dich vor ihm beschützen müssen. Ach, Mama, mach dir deswegen keine Gedanken. Du hast dich doch mir zuliebe zurückgehalten. Naja, aber trotzdem, als dann rauskam, dass er dich fallen lassen hat wie eine heiße Kartoffel, da hatte ich dann meine Bestätigung. Ich hab das satt. Von allen hier. Ewig dieses Gelaber. Immer die arme Mia. Ich bin hier das Opfer. Ich hab hier dieses Scheißgesicht jetzt. Weißt du, was du nicht verstehst? Dass es darum gar nicht geht. Es geht hier um das erste Mal einer Frau. Du hast mit der Mia, die Mia hat wegen dir ein ganz schlimmes und schreckliches, furchtbares erstes Mal erlebt. Du hast sie enttäuscht und noch vorgeführt. Wie soll sie da jemals wieder Vertrauen fassen? Geschweige denn eine Beziehung führen können. Das hast du doch alles kaputt gemacht. Und deswegen ist das hier okay? Mia war das nicht. Aber keiner glaubt ihr. Deswegen wird sie auch heute hier das zweite Mal vorgeführt. Alle glauben, dass Mia diese schreckliche Tat an Stefan begangen hat, um sich an ihm zu rächen. Wir haben deswegen nur noch Probleme. Keiner schaut uns mehr an. Ich habe in der Arbeit Probleme. Alle meiden uns. Kann ich nachvollziehen, dass es für Sie keine leichte Situation ist. Jetzt haben Sie aber nur teilweise recht. Es geht schon im Hintergrund auch um die verkorkste Liebesgeschichte, sage ich jetzt mal, zwischen den beiden. Aber nur im Hintergrund, weil das das Motiv sein soll. Ja? Und im Strich geht es doch um was viel Schlimmeres, nämlich um diese Tat, ja? Um dieses Säureattentat. So, an dem Abend, als der Stefan mit ihr Schluss gemacht hat, da waren Sie zu Hause? Nein, da war ich nicht zu Hause. Ich war in der Arbeit, im Hotel, hab gearbeitet und hab die Nachtschicht übernehmen müssen. Und da bin ich erst am nächsten Morgen gegen 10 Uhr wieder nach Hause gekommen. Und da war Mia aber schon wach und hat einen Kaffee gekocht. Wie hat sie sich denn da verhalten?
Da war sie völlig aufgelöst, in Tränen aufgelöst, wegen Stefans unsensibler Art. Ganz fertig war sie. Die ganze Nacht hat sie geweint. Verquollenes Gesicht, sie sah so schrecklich aus. Und es ging ihr die Tage vorher schon so schrecklich. Dieses Verhalten legt doch nahe, dass meine Mandantin die Tat nicht begangen hat. Das ist doch kein Beweis für Mias Unschuld. Wenn sich Mia wirklich an Stefan gerecht hätte, dann hätte sie doch am Morgen nach der Tat irgendwie selbstzufriedener gewirkt, hätte Genugtuung verspürt. So aber war sie noch vollkommen fertig wegen der abrupten Trennung. Ja, Mia hat ihrer Mutter eine Show vorgespielt. Oder aber ihr ist inzwischen bewusst geworden, dass sie mit ihrer Rache zu weit gegangen ist und war deswegen durcheinander. Meine Tochter hat diese Tat niemals begangen. Und wenn doch, dann wäre sie längst zu mir gekommen und hätte mir das gestanden. Sie hätte diese Tat nicht so lange für sich behalten können. Diese Tat ist schon ewig her. Ist sie denn Ihnen gegenüber die ganze Zeit bei Ihrer Version geblieben, dass sie es nicht war? Ja, immer. Die ganze Zeit. Ich glaube auch, dass Mia unschuldig ist. Ach, Stefan nee. Ist... Das glaube ich, von seinem Stiefbruder Norbert angegriffen worden. Ja, wir können ja Norbert Batzer jetzt selbst dazu befragen. Ja. Gibt es ja noch Fragen? Keine Fragen. Keine. Danke. Sie dürfen den Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Norbert Batzer, bitte. Es geht hier übrigens.